Hallo und herzlich willkommen zurück bei Alles klar, Field. Dann gucken wir mal. Wir haben heute ein bisschen Erkundungsarbeit zu tun. Sprich mit dem Haus der Aufklärung. Aufklärungsarbeit. Ja, passt. So, wir müssen einmal nach unten. Oh, ich wollte schon längst aufgehört haben. Ich nehme schon viel zu lange auf heute. Ich will die ganze Zeit. Eigentlich will ich schlafen, aber ich will auch wissen, wie es weitergeht. Ich kann gerade nicht aufhören. Aber ich merke, dass meine Konzentration nachlässt. Insgesamt läuft das Jahr ziemlich gut. Wir haben das dritte Quartal. Als Tracker-Agent muss ich informieren und beraten. Also oben werden die Gefangenen, die Verwundeten versorgt und hier ist nichts. Ich bin nur froh, dass die Daten uns. Ist ein bisschen weird, aber hey. Okay. Lang nicht mehr hier gewesen, mein Freund. Im Haus der Aufklärung. Ja. Wenn es um die Finanz- und Nahrungsmittelhilfe geht, da gibt es derzeit Rückstände. Aber wir tun, was wir können. Oh, ich dachte. Tut mir leid. Kann ich helfen? Vielleicht kann ich ja helfen. Hüter Aquilus schickt mich. Ich würde gerne über den Pilger sprechen. Ich habe das mit ihm schon mehrmals durch. Es gibt keinerlei Hinweis auf einen Allheitspilger. Aber wenn ihr beide darauf besteht... Unsere frühesten Aufzeichnungen sind größtenteils bürokratischer Natur. Hilfsprojekte, Therapienotizen, Spesen. Mhm. Aber einige Gespräche haben die Gründungsmitglieder sehr detailliert aufgezeichnet. Sie passen am ehesten zu dem, was Aquilus beschreibt. Mhm. Du hast mit Hüter Aquilus schon drüber geredet? Ja, ich meine, er will immer Menschen aller Glaubensrichtungen zusammenbringen. Er sehnt sich nach einer Art gemeinsamem Ursprung. Mhm. Ich habe nichts gegen den Hüter, aber der Glaube ist genau das Problem. Wir brauchen keine geteilte Geschichte, wir brauchen einander. Gegenseitige Hilfe. Finde ich gut. Dann lass mal hören. Ein Mann kam ins erste Haus der Aufklärung. Die Gründungsmitglieder nannten ihn nur den Wanderer. Mhm. Sie dachten erst, er wäre auf Almosen aus, aber stattdessen stellte er nur eine Menge Fragen. Wenn deine Philosophie auf der Moral eines Individuums aufgebaut ist, was ist mit der zweiten Person? Sie ist vielleicht anderer Meinung. Ist das Problem der zwei nicht das, was du wirklich suchst? Und sie antworteten nur, jedes Individuum muss verstehen, wie es durch die zweite Person bereichert wird. Alle menschliche Mühe beruht auf Kooperation, die uns voranbringt. Mhm. Und immer so weiter. Ein Jahr lang kam er jede Woche wieder und jedes Mal hatten sie das gleiche Gespräch. Zweite Person, das Problem der zwei und all das. Mhm. Das wurde jetzt aber merkwürdig oft erwähnt. Was... Meinen Sie denn mit jedes Individuum muss verstehen, wie es durch die zweite Person bereichert wird? Das gehört zu unseren Grundprinzipien. Es gibt keinen Gott, der uns belohnt, wenn wir Gutes tun. Hm. Wir müssen einander helfen, weil wir es wollen. Finde ich gut. Wenn es niemand auf sich nimmt, die besiedelten Systeme besser zu machen, werden uns die Tyrannen nach freien Stücken schikanieren. Ich mag das hier. Vielleicht verbirgt sich in seinen Worten ja eine Nachricht. Ehrlich? Ich glaube, die Gründungsmitglieder haben alles erfunden. Früher war man nicht ganz so offen Atheist. Ich glaube, sie haben mit dem Verfassen ihrer eigenen Schrift experimentiert. Zum Glück haben sie schnell damit aufgehört. Nach den Aufzeichnungen über den Wanderer kommt so etwas nicht mehr vor. Das ist aber schon merkwürdig. Kannst du mir sonst noch was über die Allheit verraten? Ihre Bedeutung? Außer dem, was der Hüter darüber sagen würde? Mhm. Klingt nach einem Versammlungspunkt oder Zentrum. Oder All soll für eine Einheit stehen. Die eine Einheit. Eins. Das Erste, der Anfang. Hm. Okay, danke. Du hast mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Immer gerne. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss noch Hilfseinsätze koordinieren. Natürlich. Der Zweite, die Zwei. Ich denke sofort wieder an Paralleluniversen, in denen eine Kopie von einem selbst existiert. Zweite. Ich wünschte, in die Schriften irgendwie, die uns das Slate gegeben mit den Schriften, wo man ab und zu mal nachlesen kann. Das wäre sehr praktisch. Oh. Vielen Dank. Der ist noch übrig. Dann gehen wir mal gucken. Gucken. Hinten im Knast. Hallo? Kommen wir denn da einfach so hin? Ja, ne? Wir sind zwar kein UC-Mitglied, aber wir können auch bestimmt mal mit dem Gefangenen reden. Heilige Scheiße!
Was denn? Hey. Mirza. Hallo, hallo. Besuch? Ich brauche keine Gesellschaft. Du brauchst eine gute Gesichtscreme. Ich weiß, du hast mit Aquilos über den Glauben der Varun gesprochen. Er kennt die Wahrheit nicht. Schickt wen anders, um mich mit Fragen zu löchern. Die große Schlange lauert in den Schatten. Sie wird das Universum umschlingen und außer den Gläubigen alles zu Staub verwandeln. Natürlich, na sicher. Das ist die Wahrheit. Nichts weiter. Natürlich, na klar. Und wir wohnen alle auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte, die auf vier Elefanten steht. Oder umgekehrt. Warte, Hüter Aquilos sprach von einem Pilger. Ich muss mir übrigens wissen, eine Schlange ist eine dürftige Antwort. Ich bewundere deinen Glauben. Hüter Aquilos sprach von einem Pilger. Ich muss mehr über ihn wissen. Ja, wir haben über ihn gesprochen. Ich sage dir, was ich ihm gesagt habe. Und dann lässt du mich in Frieden. Das wäre lieb. Jinam Varun trifft den Ungläubigen und erhält eine falsche Prophezeiung von ihm. Aber Jinans Glaube an die große Schlange ist so stark, dass er den Ungläubigen sofort niederstreckt. Das glaube ich. Aber der Ungläubige kehrt zurück. Jinan weiß, die große Schlange testet ihn. Und er will die Probe bestehen. Viermal kämpfen sie. Und während sie kämpfen, verstreichen 120 Tage. Vergiss diese vier Kämpfe nicht, Jinan, spricht der Ungläubige. Vergiss diese 120 Tage nicht. Aber Jinan erkennt die Blasphemie in seinen Worten und tötet ihn. Das ist alles. 2, 4, 120, okay. Ich muss wissen, was ein bestimmtes Wort bedeutet. Die Allheit. Allheit ist mir kein Begriff. Wenn, dann ist sie ein Schatten, den die große Schlange wirft, um die Ungläubigen zu verführen. Natürlich, klar. Ja. Alles ist nur die große Schlange. Ja. Aber deine Gottheit muss doch mehr können, als nur zu töten. Stärke und Glaube spiegeln deine Würdigkeit für die große Schlange wider. Zu zeigen, dass du nicht zweifelst, ist wichtiger als der Tod. Verstehe, ja, okay. Ich bin des Sprechens müde. Geh. Ja, ich wünsche dir eine angenehme Zeit hier drin, ne? Tschüss. Ranger? Hallo. Kehre zu Hüter Aquilos zurück. Ja. Dann wollen wir das mal tun. So richtig schlau bin ich jetzt nicht draus geworden. Ich habe jetzt Zahlen aufgeschnappt. Prächtig, dieses Sicherheitsspektakel in New Atlantis, nicht wahr? Naja, ich glaube, das ist noch wegen... Obwohl, nee, die Angriffssachen sind vorbei. Jetzt wieder Alltag eingekehrt. Das ging sehr schnell. Naja, ein bisschen was gibt's hier noch. Das ging aber wirklich sehr schnell. So, ich hoffe, der Aquilos fragt mich jetzt nicht nach der Bedeutung dessen, was wir gehört haben, weil ich bin ehrlich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht. Ich bin überfordert. Ich denke gerade über diese über die Aussagen nach, aber es will sich mir noch nicht recht erschließen. Der kam halt immer wieder 2 Wochen am Anfang. Mist, was waren das nochmal? Hallo, mein Freund. Du bist zurück. Ja. Was hast du erfahren? War in ihren Geschichten etwas verborgen, wie wir gedacht haben? Ja, vielleicht Koordinaten. In der Geschichte kamen die Wörter 2 und 2 vor, ja. In deiner Geschichte sind das Infinitum Addendum.
In der Geschichte kamen die Wörter zweite und zwei vor. Planeten werden oft nach einer Zahl benannt. Dieses zweite könnte der zweite Planet im System sein. Okay. Was hast du noch erfahren? Ich habe mit der Fanatikerin geredet. Jeanen hat in 120 Tagen wohl viermal gekämpft. Wenn es wirklich einen Ort gibt, den wir finden sollen. Die Zahlen klingen verdächtig nach Koordinaten. War da noch etwas? Die klingen nach Koordinaten. In deiner Geschichte sinniert der Pilger über das Infinitum Addendum. Was bedeutet das? Was er der Unendlichkeit hinzufügte. Vielleicht weist das auf einen Namen hin. Dem All fügt er was Wenn wir seine Ruhestätte finden wollen, bräuchten wir den Namen eines Sternensystems, oder? Ja. Nun, wir haben Zahlen, die Koordinaten sein könnten. Ein möglicher Hinweis auf einen Planeten in einem System. Aber wie heißt das System? Infinitum Addendum. Was, wenn wir die Wörter teilen? Ich kenne kein System mit dem Namen Finite oder Ad. Bleibt nur in und dumm. Endum bleibt. So fühle ich mich übrigens gerade. Meine nächste Planetenentdeckung nenne ich Dumm-Dumm. Wie findest du das? Irgendwer wird bestimmt darüber lachen. Ja, habe ich mir gedacht, okay. Indum. Indum ist der Name des Sternsystems. Ja, richtig. Der zweite Planet von Indum. Und zwar bei 4 und 120. Dort findest du die Ruhestätte des Pilgers. Und von da aus findest du vielleicht die wahre Bedeutung der Allheit. Bevor du gehst... Du hast jetzt viele verschiedene Perspektiven unseres Universums kennengelernt und wirst sie in gewisser Weise auf deinen Reisen mitnehmen. Ich weiß, dass du eine bestimmte Allheit suchst, aber wenn du raten müsstest, was sie ist, was würdest du sagen? Etwas Heiliges, etwas, das alles zusammenbringt. Allheit ist nur ein Wort. Nur absolute Überzeugung wird uns die Wahrheit bringen. Wir werden auf die Probe gestellt. Ja, etwas heilig. Heilig, ja, da tue ich. Bei dem Begriff tue ich mich einfach schwer. Nicht beten. Nur absolute Überzeugung wird uns die Wahrheit bringen. Wir werden auf die Probe gestellt. Komm, ich sag mal, was er hören will. Ah, aber wodurch wird so etwas heilig? Die Schwerkraft zieht auch an. Müssen wir sie plötzlich heilig sprechen? Etwas Unerforschtes. Ist das nicht schon geschehen? Hat das Sanktum keine Grafpilger? So, nein, sie ist nur eine Kraft der Natur. Die Allheit ist etwas Größeres. Ja, aber die Natur ist, glaube ich, das Größte, was uns begegnen wird da draußen. Die Natur, nur eine Kraft der Natur. Bitte, bitch, please. Du bist ein Furz der Natur. Ja, die Schwerkraft ist ein Wunder, genau wie das Leben selbst. Ich mache trotzdem mal das hier. Das ist einer der großen Widersprüche des Glaubens. Wir fühlen die Präsenz von etwas da draußen, bestehen aber darauf, dass es auch überall ist. Du glaubst also, die Allheit beschreibt das göttliche Unbekannte, nach dem der Pilger suchte? Nun, ich halte dich nicht mehr auf. Das hat Spaß gemacht, muss ich zugeben. Geh, finde deine Wahrheit. Ich glaube fast, dass das Göttliche, was die hier so nennen, vielleicht ja auch das sein könnte, wo man seine fleischliche Hülle ablegt als Mensch. Und fortan als, ich weiß nicht, als Energie, als Wissen, als, ich weiß nicht, als irgendwas fortbesteht. Ich weiß es doch auch nicht. Aber ich muss ganz kurz sagen, diese Herr... Ich sehe dein Neuro-App, klar? Lass deine Voodoo-Gedankenkontrolle bloß stecken. Hä, das kann ich gar nicht wissen. Hä, das mit der Gedankenkontrolle ist völlig geheim. Das kann überhaupt niemand wissen. Wieso sagt das jetzt jemand? Und vor allen Dingen, das ist eine der toten Wachen, den wir gelootet haben, glaube ich. Ich glaube, ich habe... Wie heißt das noch? Hühneraugen? Ja, ich weiß warum. Das ist eine von denen, die wir gelootet haben, wahrscheinlich. Eine von den Wachen.
Das heißt, hier laufen noch zwei, drei Nackige rum vielleicht. Nee. So, okay. Tja, weiter geht's. Wir müssen nach Indum. Vermute ich mal. Weißt du was? Ich mach mal den hier. Ich laufe jetzt nicht zum Schiff zurück. Welcher ist denn das von dem hier? Indum. Einfach nur Sprung. Okay. Zweiter Planet. Was ich sagen wollte, habe ich schon gesagt. Erwirb die Kraft auf Indum 4D. Was ich sagen wollte, ich fand das gerade sehr an den Haaren herbeigezogen. Wir hören diese zwei kleinen Geschichten dann, oh ja, das hört sich an wie ein Koordinaten, das ist, ja, das ist das und, ja, oh, auf jeden Fall, klack, zack. Das war etwas an den Hasen, das war an den Hasen herbeigezogen. Ruhestätte des Pilgers, na, gucken wir mal. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Und wir gehen runter. Aber wir gehen runter. So, verlassen. Ich mag unser neues Schiff. Ah, da hinten. Da steht auch jemand. Nee, da steht niemand, das ist ein Turm. Okay. Okay. Na, wenn wir schon mal dabei sind. Samtige Blüte. Ist da irgendwas? Eine Zilus Kermisbeere. Krötenkopf, Grase. Okay. Ich will die nur. Haben die Angst vor uns? Jagen Fallenschlund. Ah, ist was anderes. So. Und da ist noch ein Toter. Ich laufe da gleich hin. Ich muss trotzdem immer scannen. Aber natürlich gibt es auch hier. Ah. Ah, gut. Natürlich gibt es auch hier wieder Gebäude, die gebaut wurden und so weiter. Und niemandem ist das da hinten aufgefallen. Das da. Das hat niemand gesehen. Der ganze Planet ist ja zugebaut. Siehst du etwas Nützliches? Ah, ja, so dies und das. Jetzt fehlt mir Sarah, die uns irgendwie ein Blatt anbietet. Nun ja. Möge sie in Frieden ruhen. So. Na, Krötenkopf. So. Da hinten ist sie. Warte, warte. Da schreiben die aber Graser dahin. Das ist doch kein Graser, der war richtig aggressiv. Junge, 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 ich höre nur das hinter mir. Tokodom, tokodom, tokodom. Hab ich voll erschrocken gerade. Wo ist das denn Graser? So. Was passiert, wenn man Sarah jetzt eigentlich mit der Kommandozeile spawnt? Nur mal aus Neugier. Okay. Das hier ist es. Ist ein bisschen runtergekommen. Ich glaube, hier war schon lange keiner mehr. Hier hat jemand alles getan, um zu überleben. Ja. Was ihm aber offensichtlich nicht gelungen ist. Ah. Irgendwann sterben wir alle. So auch unser anonymer Freund hier wohl.
dann schauen wir uns mal um. Aufzeichnung des Pilgers 04. Ich werde die in Reihenfolge vorlesen. 03. Ja, Orangensaft. Der ist bestimmt noch nicht vergoren. Das war alles sehr, sehr suspekt hier. War sein Name zufälligerweise Obi-Wan oder was? So sieht's ja aus, warum ist ja alles so schwarz? Sieht so verbrannt aus. Ein Söldneranzug, okay. Hätte er so einen Pilgeranzug oder sowas erwartet. Ja. Stifte überall. I ain't crazy. I aren't crazy. Ja, okay. Bin ganz ehrlich, jetzt nimmt das Mystische ein bisschen raus gerade. So, hier 01. Die Bücher sind zum Glück nicht so lang. In einem verschlossenen Raum. Ja, das machen wir gleich, nachdem wir Bücher gelesen haben. Oh Gott. Hätte ich mal nichts gesagt. So, das ist ein uralter Kaffee. Welch ein Hochgenuss. Alien-Eintopf, der ist bestimmt auch noch richtig gut. So. Dann schauen wir uns mal ganz kurz die Aufzeichnung an. Oh, warte mal, zwei fehlt noch. Es fehlt noch die Nummer 2. Tür verriegelt, Computer des Pilgers. Persönliches Zimmer entriegeln. Wenn dich die Suche nach den richtigen Antworten hergeführt hat, kennst du auch die richtige Frage. Was ist die Allheit? Ich erwidere deine Frage mit einer anderen. Wenn du meine Aufzeichnung gelesen hast, beantworte das. Was ist die Last der Menschen? Wir scheinen uns immer nur gegenseitig zu bekämpfen. Das ist eine Antwort, aber nicht meine Antwort. Finde meine Aufzeichnung, lies sie aufmerksam. Ja, Buch 2 fehlt noch ein bisschen. Hättest du mal ein Regal gehabt, wo die drin liegen? Wo ist denn Buch 2? So. Ja, Merkdrucktank, Lagerkiste, Laserkiste. So, ist hier Buch 2? Nein. Notizblöcke, Trinkpack auf dem Klo. Nachvollziehbar. Ist hier vielleicht noch was drin? Eine Kelle. Da ist eine Lagerkiste. Das ist ein Notizbuch. Ordner, Notizbuch, Lagerkiste. Oh. Adaptiver Rahmen. Davon haben wir, glaube ich, erstmal genug. Hä? Wo ist denn nur Buch 2? Hier? Da. Okay, damit haben wir es. Gut, ich gehe wieder rein, zu dunkel. Da will ich drin bleiben. Und dann lesen wir das Buch. Alle 5 Teile. Ich freue mich. Aufzeichnung des Pilgers 01. Die leichtgläubige Einfalt der Menschen verblüfft mich immer wieder. Meine schlimmsten Instinkte, der böse Geist, bringen mich dazu, sie zu verachten. Doch dann fällt mir ein, dass ich in etwas eingeweiht bin. Und sie sind es nicht. Ich kann und sollte sie nicht wegen ihrer mangelnden Vision verurteilen, da ich wohl weiß, dass die Scheuklappen sie blind machen. Schließlich trug ich sie einst selbst. Für ihr Wohl hoffe ich, dass sie es eines Tages verstehen. Doch für mein Wohl möchte ich in Ruhe gelassen werden. Hier ist die Krux. Um etwas zu erreichen, bin ich auf andere angewiesen. Ich brauche Assistenten, Arbeiter, Unterstützung. Dann stellen sie immer Fragen und ich kann mir einfach nicht helfen. Es fängt ganz unschuldig an. Wie kann ein Wissenschaftler zugleich an das Göttliche glauben? Oder ihr Geist ist selbst in irgendeinem idiotischen religiösen Überbleibsel gefangen? Ich kann es einfach nicht sein lassen. Das ist meine Schwäche. Ich will, dass sie es verstehen.
Also versuche ich so sanft wie möglich, sie auf den rechten Weg zu führen. Und dann geht das immer so weiter. Leider nur liegen mir diese Leute wirklich am Herzen. Würden sie es nicht, wäre es so viel leichter. Heute fragte mein Assistent mich mit sanfter Stimme, ob es irgendetwas gibt, das über der Allheit steht. Ich gab mir so große Mühe, nicht zu brüllen, weil der dieser Frage zugrunde liegende Irrtum so gewaltig ist. Aber er klang ehrlich und ich antwortete so gut es ging. Doch wenn selbst mein engster Vertrauter nicht einmal die simpelsten Grundlagen dieser Wahrheit begreift, warum gebe ich mir dann überhaupt die Mühe, es zu erklären? Jedes Wort aus meinem Mund wird verschlungen, falsch gehört, falsch erinnert, missverstanden und fehlübersetzt, noch bevor ich den Irrtum aufklären kann. Menschen sind nötig, aber auch Wahnsinn. Ich wollte mich zurückziehen, alleine aufbrechen, auf meine eigene Weise mit der Allheit verkehren, doch sie folgten mir, was auch sonst. Endlich Frieden. Ein bisschen Frieden. Reicht es schon? Ist das komisch? Warum versuche ich komisch zu sein? Haben Sie mich endlich in den Wahnsinn getrieben? Gibt es einen Unterschied zwischen einem schriftlichen und einem mündlichen Selbstgespräch? Ersteres scheint akzeptabler als letzteres. Noch einmal. Mein Geist ist mein eigener. Wenn er existiert, reicht das schon, um an alles andere zu glauben. Die Allheit hat mich wiederhergestellt. Diesmal handle ich allein. Fürs Erste. Ich bin mir ein ausgezeichneter Gegner. Das hätte ich wissen sollen, aber glücklicherweise zählt Eitelkeit nicht zu meinen Sünden. So oder so verbringe ich die Zeit in Einsamkeit mit einem schwerkranken Mann. Oder was auch immer aus mir geworden ist. Ich mag diese Person nicht. Ich erwische mich dabei, wie ich verschiedene Vergangenheiten und mögliche Zukünfte denke. Ich stelle mir vor, wie ich den Weg weiter beschreite, weiser werde und mich weiterentwickle. Ich stelle mir vor, wie ich ein weiteres Mal den Schritt in eine andere Welt mache, um alles von vorne zu beginnen. Und was mir dabei auffällt, dieser Weg scheint mir erfreulich. Jeder Schritt ist eine intrinsische Belohnung. In dieser Zukunft sehe ich in vorfreudigem Vergnügen eine erfülltere Version von mir. Um der Gesamtheit aller Möglichkeiten willen, stelle ich mir dann einen anderen Weg vor. Was, wenn ich zur Ruhe käme, nicht mehr nach meiner eigenen Kraft strebte? Was, wenn ich auf die Stiche des Mitgefühls in meinem Herzen hören würde und mich um all die kümmern würde, die sich stets um mich versammeln? Was, wenn ich einfach nur leben und lehren würde, um andere zum Licht zu führen? Wenn ich sterben würde? Dieser Weg scheint ebenfalls erfreulich. Diese Version von mir ist in dieser Zukunft auch erfüllt. Einen Unterschied aber gibt es. Wenn ich aufhöre, an meinen eigenen möglichen Ruhm zu denken, schwindet das Vergnügen fast sofort. Wenn ich bleibe und etwas aufbaue, bleibt dieses Gefühl bestehen. Etwas daran ist bleibender, erfüllender. Ich weiß nicht, was dieser Unterschied bedeutet, doch ich bin dankbar, dass ich mir die Zeit für diese Gedanken genommen habe. Eine Mischung aus Paralleluniversen und History Repeating. Eine Art Zeitschleife durch andere Realitäten, sehe ich das richtig? Dieser Weg scheint mir erfreulich. In dieser Zukunft sehe ich im Vorfall und Vergnügen eine erfülltere Version von mir. Vielleicht gibt es deswegen auch zwei Versionen vom Hunter. Eventuell. So, was ist die Allheit? Aber auch Wahnsinn. Wer ist dein größter Gegner? Ich selbst. Was ist die Quelle dauerhafter Zufriedenheit? Wachstum, besser und stärker werden. So hat sich's gelesen, ne? Ah, okay. Hat sich nicht so gelesen. Ich hätte das letzte genommen. Persönlich.
So, was ist die Allheit? Sind nötig? Ich selbst? Innehalten, Offenheit zu Mitgefühl. Ah, sehr gut. Gott sei Dank. Du kamst hierher, um die wahre Bedeutung der Allheit zu finden. Wenn das noch immer dein Ziel ist, findest du im nächsten Raum einen letzten Teil von mir. Ich habe meine einzig wahre Antwort vor langer Zeit gefunden, wenn auch nicht auf die Art, wie ich es erwartet hatte. Ich hoffe, deine Reise führt dich zur Wahrheit. Wenn auch nicht auf die Art, wie ich es erwartet hatte. Ich kenne die richtige Antwort nicht. Vielleicht erfahre ich sie nie. Mittlerweile aber macht mir das kaum noch etwas aus. Je länger ich hier bin, in dieser Welt und dieser Zeit, desto klarer wird, dass ich genau hier sein sollte. Dieses Mal wird es anders. Es geht nicht mehr um mich, weshalb ich nicht fliehen muss. Ich kann etwas Eigenes aufbauen, anstatt mich mit etwas herumzuschlagen, das andere in meinem Namen erschufen. Es kann von Nutzen sein. Diese andere Person lasse ich zurück. In dieser Welt gibt es keinen Platz für sie. Sie soll sterben. Ich werde leben, um das gesegnete Universum zu erleuchten. Dies ist das Ende meiner Reise. Doch um alles zu wissen, musst du den Anfang kennen. Auf Hyla 2 verbirgt die Insel den Skorpion. Und der Stachel des Skorpions verbirgt die Wahrheit. Okay, der Stachel des Skorpions also. Oh hey, Trackerleitfaden. Danke. 76 Credits. Eine Milch. Ein Schwerelosbrand. Gut, gut, gut. Ach, guck mal. Ja, dann kann ich da vielleicht mit der hier was besser erkennen. Ja. Aha, aha. Aber wer diese Tempel gebaut hat, wissen wir immer noch nicht, ne? Aber es sind doch... Ne, es sind keine Artworks zum Spiel, ne? Sah ganz ein bisschen so aus. Okay, oben ist... Das oben sieht aus wie eine Mondphase, aber auf dem letzten Bild doch nicht. Das sind die Dinger, ja, verstehe. Hier sind Rüstungsteile aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht genau warum. Und hier Schmuck. Okay. Gut, in diesem Leben. Er ist am Ende zum Licht des Universums geworden. Es ist alles ein bisschen kryptisch. Aber gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge haben wir was zu tun. Wir suchen den Skorpion auf. Und dann schauen wir mal, ob wir das Geheimnis im Stachel finden. Was immer das Geheimnis ist. Es ist momentan alles noch ein bisschen kryptisch, aber ich habe das Gefühl, sobald wir alle Artefakte gefunden haben, täglich grüßt das Murmeltier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, es hieß ja bei New Game Plus, wenn man es durchgespielt hat, soll einen ja eine große Überraschung erwarten und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann mit dem alten Charakter nochmal neu anfangen eventuell, weil wir quasi wiedergeboren werden, sozusagen, weil die Schleife sich dann weitergeht. Aber in einem Paralleluniversum. Was immer das bedeutet, ich habe keine Ahnung. Vielleicht wie damals bei Fallout in der Vault, wo alle die gleiche Person waren oder keine Ahnung. Nee, aber irgendwas muss ja dann anders sein. Theoretisch. Vielleicht bleibt ja unsere Außenposten bleibt vielleicht vorhanden. Eventuell. Aber das sind alles nur Mutmaßungen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber Indum ist der zweite Planet im System bei 420. Das war ganz wichtig. Haben wir aus den Texten abgeleitet, weil das total einfach war und so logisch. Ja, jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge ab zum Skorpion. Und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.